Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo hier aus unserem Let's Play Livestream Zoo sozusagen. Die letzte Aufnahme ist leider abgestürzt, deswegen kurz gesagt, was hier passiert ist. Der Error 16B hat sich unter der Wand festgebackt. Ich hoffe, dass der gleich da rausgeholt wird. Dass da irgendwie ein Helfer kommt oder so und den da entfernt. Und ja, ich habe zudem aus dem einen oder anderen Pirk hier auch noch ein paar Tiere entfernt, weil es einfach zu viele waren. Und da haben wir noch ein paar Blatt bekommen. Oh, guck mal hier. Das sind die beiden Männchen. Oha! Die wollen aber wissen hier, wer gewinnt, ne? Das Problem ist, die sind beide nicht fruchtbar. Ernsthaft? Oh, das wäre mal ein Problem. Das wäre ein Problem. Das heißt, da würde hier möglicherweise, wenn wir nicht aufpassen, unsere Zebra-Population aussterben. Oder waren die noch zu jung? Das kann ja auch sein. Jedenfalls, ich hatte hier so ein bisschen mit dem Geländetool geguckt. Und wollte eigentlich in dieser Folge euch so ein bisschen erzählen, dass wir hier Sachen noch ein bisschen freischalten müssen. Das Problem ist allerdings, nicht freischalten, sondern freischaufeln müssen. Denn es gibt hier eine coole Funktion, die habe ich glaube ich noch gar nicht gezeigt. Ne? Also ihr könnt hier auf Gehege gehen und das Tier auswählen. Und dann seht ihr, in welchen Bereichen dieses Tier theoretisch ausbrechen kann. Ja, also passierbarer Bereich, Rückzugsort könnt ihr anzeigen lassen. Aber passierbarer Bereich. Dazu müssen wir erst das Tier auswählen. Das geht jetzt natürlich hier in der Kiste nicht. Oder kann ich das hier so auswählen? Nee. Okay, auf jeden Fall. Dann würden wir hier beim Error 16B, würden wir dann sehen, dass er hier in diesen Bereich reinlaufen kann. Und ja. Deswegen müssen wir hier das nochmal so ein bisschen ja, verfeinern, will ich jetzt nicht sagen, aber so, dass er nicht hier unter diese Absperrung, die ich hier hingezogen habe, da soll er nicht runterlaufen können. Theoretisch können wir die Absperrung möglicherweise auch über die Straße ziehen, aber wir machen das jetzt mal eben so. Grundsätzlich finde ich übrigens, dass, ja, diese Idee, die wir hatten, ziemlich cool, aber ich würde fast sagen, das ist hier alles zu niedrig. Wir sollten das noch ein bisschen anheben, dass man auch von der Straße von hinten noch mal so ein bisschen die Tiere sehen kann vielleicht oder so. Und dann reicht ja hier so ein kleiner Übersprung, dass die Tiere nicht rauslaufen können, theoretisch. Müssten wir auch mal gucken, wie wir das vielleicht machen. Weil das hier ist ja nun wirklich wieder nicht hübsch. Nehmen das irgendwie weg. So. Und dann malen wir das Ganze noch mal an. Wie gesagt, ich würde das gerne noch ein bisschen anheben, sodass man die Tiere ein bisschen besser sehen kann vielleicht. Auch vielleicht ein bisschen großflächiger. Hm. Wenn es dann doch alles ein bisschen sehr tief geworden ist, finde ich. But maybe that's just me. Und dann können die Leute auch oben von dem Geländer die Tiere besser sehen. Der soll natürlich dann hier wieder nicht ausbüchsen können, ne? Das heißt, hier müssen wir dann nochmal... nochmal ein bisschen rein. Und die Wand so ein bisschen... einribbeln. So, und dann sollte er jetzt auf jeden Fall nicht mehr rauslaufen können. Wir können es mal angucken. Wo ist er denn? Ist er noch nicht wieder rausgelassen worden? Okay. So. Sehr gut. Was uns noch ein bisschen fehlt, ist auch die Bildung, habe ich gesehen. Ne? Also wenn wir mal unsere Zoobewertung gucken, hier unten. Na, Bildung, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Genau. Machen wir dann auch irgendwann. Die Schildkröten werden auch nicht mehr wachsen, glaube ich, in diesem Spielstand. Auf jeden Fall haben wir sehr viel Spaß mit ihrem spannenden Spielzeug, dass sie hier in Windeseile über das Feld
prügeln, würde ich schon fast sagen. Aber das passt bei den Schildkröten nicht so ganz. Ja, hier übrigens diese Glasscheiben, die waren sehr zersplittert. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und die beiden hier, die machen immer wieder Annäherungsversuche, aber sind noch keine Partner. Und wir haben einen so super, super Löwen. Das wäre echt schade, wenn der sie nicht nochmal eben hier vermehren würde oder so. Es geht aber erstmal schwimmen. Ja, sehr gut. Bei den Bären habe ich überlegt, die Mailin, die müssen wir irgendwann mal entlassen in die Freiheit, weil die ist ja schon etwas älter. Und der Bruno, der wird wahrscheinlich sich auch nicht noch einmal vermehren. Der ist dann auch irgendwann ein Rentner. Und ich mag das halt nicht so zu sehen, wenn die hier im Zoo sterben oder so. Sondern die sollen halt noch ein bisschen mal in der freien Wildnis so ein bisschen rumlaufen. Aber ich will jetzt auch dem kleinen Lee hier, das ist ja auch ein Mädchen, dem will ich auch die Mama nicht wegnehmen, ne? Oh, guck mal, wie süß! Oh, wie schön! Hallo! Ah, schwimmst du schön. So, Warzenschwein hat sich mal wieder verletzt. Da rufen wir mal einen Tierarzt. Und die Zebra ist am Schlafen. Gut. Ja, Krokodile hatte ich mir ein bisschen anders auch vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Elefanten. Lass uns mal kurz gucken, dass wir hier nochmal ein paar Lerntafeln aufstellen. So Arterhaltungstafeln oder so, dass die Leute auch noch so ein bisschen was lernen hier. Vielleicht sogar in die Nähe der Spendenbox. Das wäre jetzt Basels Tipp so, ne? Also wenn man sich den Elefanten schon anguckt, dass man da vielleicht noch ein bisschen dazu lernt. Und dann machen wir mal hier... Elefanten ist ein bisschen Abholzung der Wälder eigentlich, aber traditionelle Medizin. Deshalb, weil zum Beispiel aus Elefanten-Nashörnern aus Elefanten-Stoßzähnen ja auch so Zeugs gemacht wird, was ja auch nicht so cool ist. So, und hier vielleicht nochmal so eine Gehege-Infotafel hin. Und da wäre dann der indische Elefant zu sehen, mit ein paar Infos drauf. Genau, so, Forschung müssen wir mal gucken, dass die auch noch läuft. Zoo, Dalle. Was ist denn mit dem Bruno? Oh, hier, der spielt nach dem, mit dem Essen. Oh, wie schön. Was fehlt ihm denn? Stress. Ja, also das mit der Bahn ist wirklich nicht so gut, glaube ich. Oh, die fressen gerade alle, guck mal. Also ich glaube, dass die Bahn hier so lang durchgeht, das gefällt den Tieren nicht. Hm. Kann man die irgendwie so umlegen, dass man die ziehen, bewegen? Wenn ich jetzt nur hier drauf gehe, kann ich das irgendwie... Ich kann die im Gesamten, kann ich die anheben. Ich kann die im Gesamten... Kann ich die verschieben? Dann können wir die vielleicht... Dass die nicht ganz so weit durch das Gehege läuft. Wo vielleicht auch mehr von den Zuschauern gesehen wird, damit die auch mehr Bahn fahren wollen. Ich meine, wer will nicht Bahn fahren? Bahn fahren ist toll. Gut, vielleicht ist nicht mit der Deutschen Bahn, aber... Ach, ich glaube auch dieses Bahnbashing, das ist auch irgendwann, ist das auch ein bisschen zu blöd, oder? Hat sich so eingebürgert. Ich meine, das ist so dieser Satz, pünktlich wie die Bahn, der kommt ja auch von irgendwo her. Und der war nicht negativ konnotiert, als der so gegründet wurde, der Satz, ja. Kann ich das nicht auch irgendwie ziehen hier? Kann den hier ziehen? Kann ich eine Neigung reinbauen? Kann ich den Pfosten irgendwo ziehen? Die müsste ja hier irgendwie... Achso, das wäre jetzt dann das Gesamte. Okay, da kann ich ja mehrere Segmente auswählen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn wir dann sagen... Wir nehmen... bis hier. Und dann erstmal... bis hier. So. Ist ja gerade zurückgesprungen, ne? Er springt immer wieder zurück, habe ich den Eindruck.
Es hätte mich auch ein bisschen enttäuscht, wenn das keine Auswirkung auf das Gehege gehabt hätte. Also keine Auswirkung auf die Tiere gehabt hätte, die im Gehege unterwegs sind. Machen wir einmal noch ein bisschen höher. Dann würde ich sagen, dass wir in dem Abschnitt hier... vielleicht ein bisschen früher rübergehen. Wir können das hier irritieren, vor allem. Editieren, während der Zug hier rumfährt, ist ja auch nicht schlecht. So. Das mit der Bahn, mit dem Bahn bauen, das habe ich mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, ehrlich gesagt. Erst hat mir das so Spaß gemacht, weil ich dachte, oh, das ist ja doch ganz gut gemacht, aber irgendwie... In 11 Monaten kommt der nächste Inspektor. Jetzt ist den Zug zurückgesetzt. Ja gut. Lange Zeit eingesperrt. Haben wir da aus Versehen den Error 16b nicht aus dem Karton rausgeholt? Das wäre natürlich was. Wenn wir das aus Versehen vergessen hätten. So ist es auf jeden Fall aber schon mal ein bisschen besser, ne? Es ist höher weg. Nicht so ganz so nah an den Tieren dran halt. Gut. So, wo haben wir den denn? Hier. Genau. Und jetzt können wir nämlich gucken, ob das hier hinreichend war. Und zwar gehen wir dazu auf das Tier. Na? Passierbarer Bereich, da sehen wir, wo der überall hinlaufen kann und wo er nicht langlaufen kann. Also wenn wir zum Beispiel die Sorge haben, dass er hier aus dem Fluss nicht rauskommt, das ist schon ganz okay so, ne? Also mit den Büschen, da kann er nicht hinrennen. Da kann man sogar das so machen, dass er da... wie soll ich sagen? Dass er da durch die Büsche nicht aus dem Gehege rauskommt. So, Rückzugsort wird hier anerkannt unter der Brücke, das ist sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass der so zu sein muss. Gibt es auch in unterschiedlichen Qualitäten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir werden nochmal bei den Löwen vorbeischauen, bei den Bären. Bei den Löwen, ob die sich jetzt langsam mal vermehren wollen. Wir müssen noch ein bisschen mehr in Bildung investieren. Das heißt, überall mal bei allen Tiergehegen noch Infotafeln mehr aufstellen und so weiter. Und ja, schauen, was der Techniker erforscht hat in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen hier bei Planet Zoo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.